Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Thema Samsung Flip 2. Und im heutigen Video möchte ich dir gerne 5 Dinge zeigen, die du unbedingt wissen solltest, bevor du dich für einen Kauf entscheidest. Denn es gibt ein paar Sachen, die mich, und ich habe das Gerät jetzt schon seit etwa anderthalb Jahren zum Zeitpunkt dieses Videos hier, die mich ein bisschen stören und die mich vielleicht sogar davon abgehalten hätten, das Gerät zu kaufen. Also bleib unbedingt dran und falls dich das Thema interessiert, dann schau dir auch gerne die Playlist. Ich verlinke die einmal hier oben an, die ich zu dem Gerät gemacht habe, alle Funktionen und so weiter. Auch ein Praxistest ist dabei und so weiter und so fort. Ganz, ganz viele spannende Videos und wenn dir das gefällt, dann abonniere gerne auch meinen Kanal. In diesem Sinne, viel Spaß, gute Unterhaltung. Ja, ich hatte dir eingangs gesagt, dass es ein paar Sachen gibt, die mich tatsächlich bis heute stören und das erste ist Apple-Kompatibilität. Es gibt jetzt mit dem Software-Update 1171 die Möglichkeit, deinen Bildschirm eben zu synchronisieren mit einem Apple-Device. Das kannst du entweder machen über dein WLAN zu Hause oder du kannst das machen über einen Hotspot, den du dir anlegst auf deinem Handy und dann verbindest du das Flip 2 mit deinem Handy eben über Hotspot. Ich muss dazu sagen, dass es bei mir bei beiden Fällen nicht funktioniert. Was ich stattdessen mache, ist, ich nutze eine Apple TV Box, mit der geht es einwandfrei. Alles andere habe ich persönlich nicht hingekriegt, aber ich kenne Leute, bei denen funktioniert das. Deswegen lad dir die Softwareversion 1171 runter. Du bekommst sie über deinen Händler oder je nachdem, wann du das Video hier siehst, dann ist die vielleicht auch schon frei verfügbar. Aber Software-Updates bekommst du im regulären Fall nicht direkt über die Samsung-Seite. Dazu musst du Händler sein oder Kooperationspartner. Deswegen musst du unbedingt deinen Händler danach fragen. Er wird dir die dann zur Verfügung stellen. Ich weiß aber auch von einigen, dass die Geräte beispielsweise bei Mediamarkt oder Saturn gekauft haben, dass es da ein bisschen schwierig ist, an das Software-Update ranzukommen. Und wenn du dazu Fragen hast, dann schreib das einfach in die Kommentarfunktion rein. Dann kann ich dir einen Link schicken, wo du es auf jeden Fall runterladen kannst. Das ist das Erste. Also Apple-Kompatibilität. Du solltest dir im Klaren darüber sein, was möchtest du mit dem Gerät machen? Soll das hier mit Apple betrieben werden? Und ich finde es nach wie vor schade, dass das so ja, wenig intuitiv funktioniert. Das ist tatsächlich ein riesengroßes Manko, weil ich nur über Umwege eben an mein Ziel komme. Und nochmal, ich habe das Gerät jetzt seit über anderthalb Jahren und wir haben jetzt gerade erst die Möglichkeit, mit dem Software-Update 1171 das überhaupt über Apple zu machen, direkt zumindest. Apple TV Box ging schon beim letzten Update mit dem 1160, aber das allein zeigt schon, dass es über ein Jahr gedauert hat, bis Samsung reagiert hat und endlich die Möglichkeit hergestellt hat, dass man Apple Devices auch mit dem Gerät eben betreiben kann. Und das finde ich tatsächlich keine coole Politik, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht für den Preis. Das Zweite, was du wissen solltest, ist, du musst dir ja auch im Klaren darüber sein, wie du das Gerät einsetzen möchtest. Möchtest du damit einfach Schulungen geben, live im Präsenzunterricht oder möchtest du so wie ich Videokurse damit drehen, möchtest du Seminare damit geben, online und so weiter, dann ist eine Sache ganz besonders wichtig und zwar das hier. Dieses Klackern, das lässt sich relativ schlecht verhindern. Ich versuche immer möglichst leise zu schreiben, aber es ist einfach da. Das heißt, wenn du Videoaufnahmen machst und hast kein Lavalier-Mikrofon, wie dieses hier beispielsweise, sondern nutzt das von oben, dann ist jedes Mal, wenn du dich wegdrehst, der Ton anders und dieses Klackern wirst du erleben, wenn du das auf Video hast. Du hast das jetzt ja gerade auch vor dir. Das nervt auf Dauer. Also wenn du Videoaufnahmen damit machen möchtest, dann sei dir im Klaren darüber, dass du ein sehr, sehr gutes Mikrofon brauchst, weil ansonsten ist das ist die Aufnahme schlecht. Und dass das, wenn das länger geht, deine Teilnehmer tatsächlich vom Inhalt ablenken kann. Das Feedback habe ich bekommen, wenn ich längere Schulungsvideos drehe. Also achte drauf, vielleicht auch kleiner Hinweis an Samsung mit der Bitte, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie ein bisschen leiser zu machen. Es gibt nämlich auch Folien, die man beispielsweise hier drüber kleben kann, aber leider in der Größe extrem teuer. Und damit ist es ein Ticken leiser. Ein Freund von mir hat das gemacht, der hat das Geld investiert, waren aber dann auch locker 400 Euro. Deswegen schade. Also, wenn du das machen möchtest, achte darauf, dass du leise schreibst, probier es vorher einmal aus und wenn deine Videos länger gehen, dann solltest du dir überlegen, ob du es nicht vielleicht auch anders machen kannst mit einem normalen Flipchart, so wie ich das mittlerweile wieder mache.
Der dritte Punkt, und das ist einer der Punkte, die mich dazu gebracht haben, in Kombination mit dem Klackern, dass ich jetzt mittlerweile bei Schulungsvideos wieder zurückgehe auf ein normales Flipchart, das ist die Beleuchtung. Also ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Stunden ich damit verbracht habe, das so auszuleuchten, wie es jetzt gerade ist. Wenn du Gegenlicht hast, hast du mit Kamera ein echtes Thema. Wenn du dich selbst belichten möchtest, damit du einigermaßen sichtbar bist, dann spiegelt sich natürlich auch hierin die Kameraleuchte. Und das ist ein echtes Thema. Also jeder, der das schon mal ausprobiert hat, der wird verstehen, was ich meine. Also sei dir auch sicher, wenn du das machen möchtest, dass du Schulungsvideos damit machst oder Videokonferenzen, ja, also die dann auch live sind, dann hast du ein Thema, wenn da Beleuchtung mit im Raum ist. Deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, dass du dir einen mobilen Wagen zulegst. Also ich hatte zuerst die Wandhalterung und da habe ich natürlich das Thema mit der Mobilität. Und die Wandhalterung, die ist genau wie das hier, so leicht schräg angebracht. Hast du Deckenleuchten, wo du dich selbst beleuchtest, spiegelt diese Deckenleuchte oder die Beleuchtung, die eigentlich dich ja nur treffen sollte, immer auch im Flip 2. Und jetzt könntest du natürlich sagen, ich nehme einen hellen Hintergrund, damit man diese Spiegelung nicht so sieht. Das habe ich auch probiert. Aber dann hast du hier meinetwegen einen weißen Hintergrund und das sorgt dafür, dass deine Kamera den Weißabgleich nicht richtig macht, weil du eben neben dem Teil stehst. Das heißt, dein Gesicht ist die ganze Zeit dunkel. Achte also drauf. Wenn du Videos damit machen möchtest, also ich habe jetzt hier eine Deckenleuchte, du siehst hier oben irgendwo auch noch leichten kleinen Schatten, ja, aber anders als mit der Deckenleuchte habe ich das zum Beispiel nicht hinbekommen, weil eben ich die Spiegelung habe. Und teilweise in meinem anderen Studio, ich habe zwei Studios, wo zwei von den Dingern stehen, habe ich sogar rechts und links noch richtig viel Beleuchtung, damit mein Gesicht überhaupt annähernd einigermaßen hell ist. Wenn du also Videoaufnahmen machen möchtest damit, dann setz dich mit dem Thema Beleuchtung auch unbedingt auseinander. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, Wandhalterung oder Wagen. Ich habe ein extra Video dazu gemacht, das verlinke ich einmal hier oben. Ich habe jetzt einen Tip-Top-Wagen dazu rausgefunden, der Original-Samsung-Wagen. Der hat mich überhaupt nicht überzeugt, also gar nicht. Das Ding kostet richtig viel Geld und meiner Meinung nach kann das Teil nach wie vor nichts. Die erste Ausführung vom Flip war schon wirklich eine Katastrophe. Man ist mit den Füßen dauernd gestolpert und die zweite Variation davon, das ist so ein wackeliges Ding, wenn ich da mal über den Teppich rolle und dann so eine kleine Teppichkante habe, dann habe ich manchmal das Gefühl, mir bricht gleich die Rolle weg. Also auf gar keinen Fall den Original Samsung Wagen, da haben die... Also für das Geld, das ist eine Katastrophe, was sie da gemacht haben. Und dazu gibt es Alternativen. Zu dem Flip 2 gibt es leider aktuell zum Zeitpunkt dieses Videos keine Alternative. Deswegen habe ich das Teil auch. Ich würde mir auch wahrscheinlich was anderes angucken. Aber alles Vergleichbare kostet richtig viel Geld. Deswegen ist es aktuell alternativlos. Aber bei den Wagen hast du Alternativen. Und den ich habe, wie gesagt, schau dir das Video dazu einmal an. Den gibt es in schwarz oder weiß. Kannst du dir auch ausgucken. Und der kostet auch nicht viel Geld. So um die 250 €, glaube ich, und der ist richtig massiv, stabil, riesengroße Rollen. Ich bin total happy damit. Also teste den gerne einmal aus. Punkt 5, und das ist tatsächlich der Punkt, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann wäre das für mich ganz klar ein No-Go gewesen, da hätte ich mir das Ding nicht gekauft. Und zwar der Samsung Support. Der Samsung Support, hier, ich lebe ja in Spanien, ist bei mir in der Region nicht verfügbar. Der technische Support, der kommt, wenn an dem Gerät was kaputt ist, den gibt es nicht. Ja, also es gibt zwei Firmen, die das machen, die so auswärts irgendwo hinfahren und dann die Geräte reparieren. Einer davon, der existiert nicht mehr, der steht aber noch auf der Samsung-Seite drauf. Und der andere, der ist 200 Kilometer weit weg. Und ich kriege seit über einem Jahr, ich habe hier so einen Riss in der Scheibe, da ist mir das Gerät beim Transport, wir haben das einmal schräg angehalten, vielleicht so ein Stück runtergeglitten und dann ist die Scheibe gebrochen. Ist meine eigene Schuld? Ja, ich würde es gerne reparieren lassen. Geht auch, funktioniert ja auch alles. Ja, kann man auch machen. Aber sieht natürlich nicht schön aus und ich würde es ganz gerne reparieren lassen. Aber ich kriege seit über einem Jahr es nicht geregelt hier in Spanien, dass jemand kommt, mir das Teil repariert.
Wenn du also irgendwo wohnst, das so ein bisschen ländlich ist oder sonst wo, dann stell sicher, dass dein Händler auch dafür sorgen kann, wenn was kaputt geht. Frag ihn vorher, wenn was kaputt geht, was können wir denn tun? Weil ich habe es bei Office Partner gekauft und die sagen, tut mir leid, du lebst in Spanien, können wir dir nicht helfen. Also würde ich so auch nicht mehr machen. Ich würde das Ding jetzt dann das nächste Mal hier kaufen, wo ich dann jemand hätte vor Ort. Zweites Ding ist, du siehst ja hier unten, dass hier ein USB-Stecker dran ist an dem Tray. Das hat folgenden Grund. Wenn man hier den, ich habe da immer einen Stick dran, ja, und wenn ich den oft ein- und ausstecke, hier an dem Tray direkt, dann geht die USB-Buchse relativ schnell kaputt. Das hat wiederum sehr gut funktioniert bei Samsung. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Das hatte ich über ein Video einmal gemeldet, hatte ein Video gemacht dazu. Und innerhalb von einer Woche hatte mir Samsung einen Austausch-Tray geschickt. Da hat es super funktioniert, einwandfrei, vielen Dank. Aber bei den großen Sachen geht es nicht. Und hätte ich das gewusst, hätte ich den Bogen drumherum gemacht. Dann wäre ich oldschool geblieben bei meinem alten Flipchart. Okay, also das sind 5 Punkte, die vielleicht interessant für dich sind, bevor du das Gerät kaufst. Wenn du Fragen dazu hast, dann schreib mir die bitte in die Kommentare. Soll kein Mecker-Video sein, aber es gibt natürlich auch Licht und Schatten. Und ja, eine Sache ist eben, dass ein paar Sachen vielleicht wichtig sind, bevor man eine Kaufentscheidung trifft. Und deswegen hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat oder geholfen hat. Und wenn es irgendwie andere Fragen gibt noch, dann schreib es mir in die Kommentare. Wenn dir das Video auch gefallen hat, dann bleib gerne längerfristig bei mir, abonniere den Kanal und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, dein